كنا عم نروح على المدرسة شي طبيعي، بالمدرسة سمعنا صوت طلقات نار، سمعنا صوت صراخ، كل المدرسة صارت تبكي. كنا نشعر بالخوف، الخوف كنا ننادي أمنا وأبونا. المدرسة كل واحد صفه كان قالوا لنا إنه نقعد على الأرض تحت المقاعد. وقتها كنا خايفين كثير. طفلتي كانت قاعدة في حوالي الساعة 7 مساء، كانت قاعدة بغرفتها، فجأة سمعت أصوات رصاص وصراخ بنتي. ركضت على غرفة النوم، كان الشباك مفتوح والرصاص كان مضروب على حافة الشباك، فكان الحجر كلياته مطروش لجوا الغرفة. هي الحادثة خلتني أشعر أنه أنا وأولادي لسنا في أمان. كنت دائما بعيش بخوف انه يصير لي شيء، اني موت او اني انجرح، لانه كنت بخاف، كنت حرب بشي بشيف بنات مهدمه، اولاد منجرحين. بعدين اجيت قررت عائلتي انه تجي على اوروبا، هلا نحن باليونان، جينا على اوروبا، حلمنا انه نروح على دوله انه يكون فيها امان، اني اعرف اني ادرس واتعلم ونعيش بحياه اجمل واحسن. Die Reise kann man sich gar nicht vorstellen. Sie muss viel schlimmer sein, als man sich je vorstellen könnte. Wir wollten mit unserer Aktion versuchen, den Leuten, vor allem auch den Kindern, einige Momente, unbeschwerte Momente zu bereiten. Die Aktion hat damit begonnen, dass die Passschüler die Sachspenden in den Räumen der Hilfsorganisation Cause Solidarity ausgepackt haben und die Rucksäcke mit verschiedenen Sachen befüllt haben, wie zum Beispiel Mundharmonikas, Blöcke, Schreibwaren, Plastilin und so weiter. Das hat ihnen großen Spaß gemacht und sie haben auch dafür gesorgt, dass alles auch rechtzeitig bepackt wurde. Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler den Mitgliedern der Hilfsorganisation beim Zubereiten von Sandwiches geholfen für die Flüchtlinge.
Die eigentliche Aktion bestand darin, gemeinsam mit den Kindern zu musizieren, sie besser kennenzulernen und in Kontakt zu treten. Schüler haben zunächst einmal Musik gespielt, Flüchtlingslieder vor allem, griechische Flüchtlingslieder, deren Melodie den Flüchtlingen nicht ganz fremd ist. Anschließend wurden einfache Musikinstrumente gebastelt aus Plastikflaschen, Reis und Papierrollen. Die Kinder hatten so die Möglichkeit, gemeinsam mit den Pasch-Schülern zu musizieren und auch zu tanzen, was ihnen große Freude gemacht hat. Das war sozusagen eine Auflockerung, um dann schließlich ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Nancy. Ilia. Anna. Erasmus. Peter. Rahaf. Imad. Sidra. Τι επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Doctor. Doctor. Singer. Actress. Engineer. Und ganz am Ende wurde dann auf Plakatpapier, wurden dann Gefühle festgehalten in Form von Wörtern oder auch Bildern. Unser Ziel war es, die Pasch-Schüler zu sensibilisieren, Ehrenamtlichkeit und Interkulturalitätsbewusstsein zu fördern, den Flüchtlingskindern natürlich große Freude zu bereiten und ihnen etwas Positives mit auf ihre Reise zu geben. Es zu erreichen, dass sie dramatische Erfahrungen vergessen, dass sie tatsächlich etwas Positives mitnehmen können in Form einer Erinnerung, aber auch in ihren Rucksäcken. Wir glauben, dass solche Projekte bzw. Aktionen sehr wichtig sind und haben vor, sie fortzuführen. Denn es war nicht nur für die Flüchtlingskinder eine positive Erfahrung, sondern auch für die Pasch-Schüler. Sie waren mit einer realen, sehr schwierigen Situation konfrontiert, konnten aber aktiv werden, selbst Entscheidungen treffen. Sie haben ihre Gefühle und Ideen geäußert und sie haben sich über Probleme Gedanken gemacht. Das ist eine sehr gute Grundlage für ihre Zukunft. Zum Schluss war es für uns sehr wichtig, festzuhalten und auch zu erfahren, wie sich die Pasch-Schülerinnen und Schüler nach der Aktion gefühlt haben und was sie beeindruckt hat. Wir konnten gemeinsam singen. Wir konnten mit den Kindern gut kommunizieren, obwohl wir eine andere Sprache sprechen. Jede Hilfe ist wertvoll. Wir sollten uns an der Lage dieser Menschen versetzen. Ich möchte den Leuten helfen, Essen und Kleider zu bekommen, aber auch Freude am Leben zu haben. Wir könnten andere Menschen motivieren, ähnlich zu handeln. Die Grenzen offen halten. Solidarität. Freundschaft. Hilfe. Frieden. Liebe. Hoffnung. أنا بتمنى أطفالي يتعلموا يدرسوا يحققوا مستقبلهم يحققوا الشيء اللي هن بيتمنوه الشيء اللي كانوا هن مخططين له في سوريا وما قدروا يحققوا نتيجة الحرب.
نحن رايحين لأوروبا مو لنكون عالة على المجتمع الأوروبي، نحن كوادر، نحن عقول، نحن نملك كفاءات، نحن نملك أطفال أذكياء، أطفال يحلمون بمستقبل واعد. أنا فقط بحب أوجه رسالة، لسنا لاجئين فقط، لسنا لاجئين سلبيين، لسنا عالة على أي مجتمع، نتوجه باتجاه حياة جديدة. أنا الطفل الذي كتب على جبينه اسم لاجئ. نعم يا صديقي، أيها الطفل في العالم البعيد، يا من تحتفل اليوم بعيدك بفرحة عامرة، أضم صوتي إليك لنغرد معا أنشودة طفل سوري لاجئ. طفل يحب مثلك اللعب ويعشق الركض والرسم. أنا الطفل السوري الذي اعتاد هواء الخيمة الساخن صيفا. ما أزال أحلم أن أضم يدي الصغيرة إليك، تعال نلعب بجانب خيمتنا، تعال كثير من حمامات السلام ونغني لأطفال العالم ولوطني ولمدرستي ولبيتي وللدمية التي تركتها ورائي، ولكنها ما زالت تنتظرني لآتي وأنفض الغبار عن وجهها، فأنا اليوم حر حر حر. Thank you.